Ein Film von Ernst Marischka mit der bezaubernden Romy Schneider als Königin Victoria von England und Adrian Hofen als Prinz Albert von Sachsen-Coburg. Mit Magda Schneider und Karl Ludwig Diehl. Christel Mardein als Herzogin von Kent und Fred Liver als König der Belgier. Paul Hörbiger wieder in einer seiner Glanzrollen. Und Rudolf Vogel, der ihm als komisches Faktotum oft ins Gehege kommt. Aber wenn ich jetzt nach Paris komme, werde ich mir alle jungen Männer genau anschauen. Aber Majestät. Reg dich nicht auf. Es gibt jetzt wichtigere Dinge. Wir müssen sofort entscheidenden Einfluss auf Victoria erlangen. Ich steige hinab. Lass dich noch einmal küssen. Und verstehen Sie es? Sagen Sie doch mal fragen, wie lange Sie in Dover bleiben? Bis morgen früh. Dann fahren wir nach Paris. Ich werde Sie begleiten. Das geht nicht. Ein Deutscher? Mensch, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wie sieht er denn aus? Keine Ahnung. Aber nach allem, was ich höre, der geborene Prinzgemahl. Schauen Sie, die junge Königin Victoria soll wirklich reizend sein. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie, Königin, sich Hals über Kopf in Sie verlieben werden. Und jetzt, wo ich es weiß, schaff's damit nicht. Morgen reisen wir. Und zwar nicht nach London, sondern zurück nach Deutschland. Bitte. Ich freue mich, dass Majestät so guter Laune sind. Ja, weil ich weiß, dass Sie mit mir zufrieden sind. Ich gebe mir aber auch alle Mühe, nicht wahr? Gewiss, Majestät. Wen soll Victoria heiraten? Den Großfürsten Alexander von Russland. Du weißt, lieber Bruder, es geschieht immer nur das, was du willst, aber diesmal habe ich meine eigenen Pläne. Ferner musst du immer wieder betonen, dass du in England geboren bist. Ist das so wichtig? Sehr wichtig. Besonders, weil du doch deutscher Abstammung bist. George, können Sie schweigen? Wenn Majestät befehlen, kann ich schweigen. Können Sie auch kutschieren? Sie müssen kutschieren können. Wenn Majestät befehlen, kann ich auch kutschieren. Victoria. Sind wir nun verliebt? Ich glaube. Dann küss mich doch schon endlich. Mädchenjahre einer Königin. Eine der schönsten Liebesgeschichten, die Welt kennt. Eine junge Prinzessin folgt dem Ruf ihres Herzens. Wer ist denn da? So wie der jungen Königin die Herzen von Millionen zuflogen. So werden Millionen entzückt sein von der Geschichte einer einmaligen Liebe. Mädchenjahre einer Königin. Ein Film, den Sie in Kürze bei uns sehen werden.